Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Kart 8 Booster Streckenpass. Es ist wieder soweit, die nächsten Strecken sind da. Wir sind, glaube ich, ein oder zwei Tage, je nachdem wann es rauskommt, im Verzug, aber sollte trotzdem passen. Ich bin wieder 150 CCM, wir sind übrigens auch wieder in der Dreiergruppe wie gewohnt. 150 ohne Teams, Item Standard, Computer, schwer, alle Fahrzeuge, 4 Rennen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie die Cups heißen, ich habe noch gar nicht geguckt. Stein, also Steinpilz. Ich weiß nicht, heißt das so ein Steincup? Ich hab keine Ahnung. Ich will wissen, egal. Ich will die offizielle Bezeichnung. Da. Wir haben einmal. Da steht nicht dran, wie es heißt. Mond und Steinpilz. Okay, wir fangen an mit dem Steinpilz-Cup mit der London Tour. Gab's schon Mario Kart Tour? Kenne ich nicht, das ist unfair. Ich glaube ich auch nicht. Also, wie gibt man nochmal Gas auf A, ne? Ja. Kannst auch automatisches Gas geben, aktivieren. Ist es sogar bestimmt. Was, wirklich? Ja, klar. Wenn du es nicht ausgestellt hast, ist es gut möglich. Ja, eigentlich müsste das auch sein. Du wirst ja gleich sehen. Wenn deine Antenne auch weg ist, dann ist die erste Chance gut, dass das auch weg ist. Passieren kannst du dir, glaube ich, nicht. Nee, nicht im Multiplayer. Aus dem Weg! Oh, du bist ja mit deiner rosa Goldpeach. Er tut mit deinem Inkling, ja. Ich weiß nicht, die Strecke erinnert mich irgendwie an die wir das letzte Mal hier schon hatten. Ja, nur weil es Paris war? Jo. Also Paris und London sind nicht so gleich. Aber allein schon von der Streckenführung und alles. Du bist die Strecke 10 Sekunden gefahren gerade. Guck mal die Karte an, Mann. Oh. Ja. Das ist halt, weil du jede Runde eine andere Strecke fährst, das ist halt so. Oh Gott, da ging die Brücke gerade hoch, ich hab's gemerkt. Das heißt die Golden Gate Bridge. Ich glaube, das war sie jetzt nicht. Angriff. Du musst halt wirklich gucken, wo es lang geht, weil die Strecke ändert sich halt. Aua, natürlich. A la Kettenschnitten, oh nein! Oh Gott! Nee! Verdient. Ja, genau. Eigentlich hat es auch so ein bisschen was, dass die Stück für Stück erst released werden. Und Baluigi. Das halt öfters mal. Also öfters ist das Nein, du hast mich nicht getroffen, Marvin. Oh, schade. Das war der rote Panzer, der nach hinten geschmissen wurde. Was? Das ist eine. Das Nein, ist eine Strafe. Die Leistung lässt nach. Ey. Oh, sehr gut. Ja, Marvin, du wolltest mich treffen, wir haben es genau hier sehen. Ja, natürlich. Aber am Ende ist muss gleich laden. Du. Na, oh Gott! Boah! Wer hat das Ding jetzt nach hinten geworfen? Oh Gott, Mama! Ja, das glaube ich nicht, dass sie das war. Warum ist der Kettenhund mit auf der Straße? Warum ist er lose? Der ist kein Kettenhund mehr. Oh mein Gott! Die laufen überall frei rum. Oh mein Gott! Was ist aus England geworden? Oh, scheiße. Das war ein Baum! Wah-Baum! Lass mich durch den Pilz fahren. Ja. Scheiße, wo muss ich hin? Ins Ziel. Wenn ich dich nicht hätte. Na, siehst du mal. Ich helfe immer. Ich helfe da, wo ich kann. Ich sehe doch nichts. Oh, ein Toilettenhund. Was? Ja, doch oh, getroffen. Und voll weggeflogen. Das krieg ich blau! Ja, genau! Oh, ich bin so schlecht drauf. Ich auch. Oh Gott, wann kommt das Ziel? Ja! Oh nee, Gott! Siebter. Niemals siebter! Nein! Vierter, sehr gut. Uiui. Mein Gott, ey. Fängt ja schon mal alles gut an. Ja, finde ich super. Find ich nicht super. Oh doch. Das gefällt nicht. Aber gut. Ist eine neue Strecke. Kann ich mir leben. A la Buhutal. Gab's das auch auf dem DS? Oder auf der Wii? Nein. Die ganzen Stadtstrecken gibt's nur bei Mario Kart Tour. Nein, ich meine jetzt das Buhutal. Die hier gab's auf der Wii. War schon ein bisschen traurig. Ich hab irgendwie gedacht, dass das die vom N64 ist. Aber ist es gar nicht. Nee. Opa GBA.
glaube, das ist die... Ist das doch Mr. Wiese? Alla Luigi's Mansion. Das ist Luigi's Mansion? Ich glaube, das ist die Villa aus dem ersten Teil. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, das ist interessant. Bin ich gespannt, was passiert. Ich habe mich die Abzweigung komplett irritiert. Alla Unterversa. Hier gibt's Knochenbones. Was für Dinge? Knochenbones. Das ergibt keinen Sinn. Nein, ich hab doch nichts! Ich hab doch nichts! Hupe! Ja. Wow. Du hast jetzt ernsthaft eine Hupe gezogen? Ich hab eine Hupe eingesetzt, damit ich was abwehren kann, ja? Ja, mein Panzer. Wusste ich doch. Unfair. Das ist Selbstschutz. Ich komme hier nicht um die Kurve rum! Diese Strecke will ich nicht in 200 spielen. Nee, 200 will ich allgemein nicht spielen. Ja, aber das ist dann kritisch. Ey, ich fall hier auch überall daneben. Das ist ja richtig schlimm. Ja, und jetzt verändert die Strecke. Oh, hat sie nicht, oder? Ich weiß nicht. Verwirrt. Oh, Scheiße. Scheiße. Nein, Buhu! Klau mir doch nicht mein Bein. Meine, das ist jetzt meine Banane. Kannst du gerne. Hier kommt man nicht rum. Niemals. Rum. Ja, wer kommt da um die Ecke, Baby Daisy? Gib mir Windschatten. Wenn man Mini ist, kriegt man keinen Windschatten. Was kannst du da nehmen? Banane. Man wird immer zu den ungünstigsten Zeiten groß. Stopp. Was? Das war's schon? Ist ja kurze Strecke, klar. Neunter? Mhm. Was ist schon da passiert? Also die Strecke ist gar nichts. Braucht man die wieder? Wir können gerne den Pilzpass fahren, wenn man wieder random Strecken nee. Was hast du denn jetzt gegen den? Nee, du magst. 3DS, das ist doch unfair, das kenne ich nicht. Gebirgsfahrt, das ist auch cool, da steht eine Waschmaschine rum. Das ursprüngliche Mario Kart 8, für welche Konsole war das? War das Wii U? Ja. Ah. Und 3DS hatte nur 7, ne? Jede Konsole hatte nur ein Mario Kart. Ja, und die Switch kriegt den Abklatsch. Ja, und naja, es ist fast wie neues, die ganzen DLC-Strecken, aber ja. Hey, würdest du entscheiden zwischen DLC-Strecke und nichts? Würdest du wahrscheinlich DLC-Strecke nehmen? Würdest gar nicht spielen. Man weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, wie sie die Strecke gemacht haben. Alter, diese Daisy hier. Weil hier gab es halt auch immer wirklich, da unten gleich im Gras, da stand immer etwas rum, was aussah wie eine Waschmaschine. Aber warum würden die denn eine Waschmaschine hinstellen? Ich weiß es nicht. Es sieht halt sah so für mich aus. Wahrscheinlich ist die jetzt nicht mehr da und ich blamiere mich. Oh. Komm mal da lang. Oh Gott, warum fliege ich denn jetzt schon? Jetzt darf man sogar. Oh Gott, falsche Richtung getriftet. Geh doch runter vom Gras, du Doofe. Alter, hier gibt's so ein Turbo-Drehding. Und ein Turbo-Drehding. Ach, das Ding. Ja, diese, ja. Siehst du mal. Ja, diese Kreise. Ja, genau. Nein. Oh Gott, Absturz. Aber ich dachte, man stürzt ab, wenn man vom Blitz getroffen wird. Ja, wie es aussieht, haben sie das in dem Spiel geändert. Das ist ein anderen Mario Kart nicht so. Ja, wie viele Bananen liegen denn hier rum? Donkey Kong? Bist du? Nein, 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 nicht die Wand. Unfair. Alles nur nicht die Wand. Die Musik ist aber cool. Ich hätte mich aber über die andere Strecke mehr gefreut. Aus Mario Kart 7, die auch an einem Bergland, heißt das? Stein. Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, die hat halt was zu tun mit diesen Spots, glaube ich. Das ist die Insel davon. Oh Mann, jetzt hätte man drüber schweben können, jetzt hat es verkackt. Was so weit vorne ist, was ist da los?
Musst dich da nicht drum kümmern. Das ist nicht deine Sache. Ja, irgendwie ja doch schon. Ah nein, bleib schön da hinten. Da hinten ist schön warm. Es kommt ein Blut. Ich bin aber ganz stark allergisch auf Rücklichter. Aber meins siehst du doch gar nicht. Ja, aber wie der anderen. Das ist nicht mein Problem. Kannst du nicht werden lassen? Blau. Das ist nicht mein Bier. Oh Gott. Die Abkürzung war gar nicht gut. Ja, klau mir noch die Banane, ist mir egal. Oh Gott. Alter, oh, was ist denn das für ein Haufen bei euch da? Nein! Alter, was war das denn? Mann, ich weine gleich. Was ist denn los? Alles. Es ist noch nichts entschieden. Also. Doch. Geht schon. Naja, also es kann wirklich sein, dass Marvin jetzt richtig abstürzt und dann erster wird. Bitte, was mache ich? Oh, der Blätterweid, das die war. So richtig abstürzt. Nice. Geil, wie Strecke. Gab's auch schon mal auf dem 3DS. The Wii. Ja, beim 3DS wurde es auch schon remaked. Ist mir egal. Alter Wickler. Wickler ist toll. Wer ist das? Die Raupe. Ach ja. Normalerweise fahre ich immer am Anfang rechts, weil das natürlich das Gras nicht so schlimm ist. Ich probiere es jetzt auch nochmal aus. Oh, Fehlstart, toll. Die haben da mehr Gras hingemacht. Betrug! Oh, die Musik. Die Musik ist so Premium. Oh Gott, Alter, was das denn für Kurven, ey? Vater, deine Richtung hat mich kaputt gemacht. Ne? Warum? Bin hinterhergefahren und bin dann geradeaus runter. Hast du das Navi vergessen? Oh, das ist voll cool. Spät. Ach, diese blöde Baby-Daisy. Nein, da war ein Pilz drin, no. Da können auch Sterne drin sein, in den Laubhaufen. Wer hat mir den Pilz geklaut? Aha. Gib mir den sofort zurück. Ich wollte eine Pilzpfanne machen heute Abend. Oh. Ja, ich habe keine gekriegt. Ich hab dir gesagt, bring welche mit, dazu selber schuld. Ja, morgen. Hey, was? 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 Ich hab mal irgendwann auch gehört, dass er mir eine Pilzpfanne macht. Also. Labern. Da sind gerade unsichtbare Pilze hinter mir hergeflogen. Ja, hatte wer einen Geist eingesetzt und hatte Pilze. Oh Gott. Jetzt Geist, wirst du nämlich unsichtbar. Also nicht unsichtbar, ich dachte, man würde halt nur so durchscheinen. Nein. Für einen selber, aber die anderen sehen einen nicht und du kannst über Gras fahren. Das ist ja cool. Weil das Gras einen auch trifft dich nicht. Was? Was war. So, ich dachte, es war. Ich hab den Geist nicht so selten. Apropos! Ich hab letztens gesehen, dass jemand eine Prediction gemacht hat, dass bald die nächsten DLC-Charaktere rauskommen für Mario Strikers. Und er hat gesagt, es würde Borsodino Mutant Uranier sein. Das wäre cool. Mutant Uranier freue ich mich. Auf dich freue ich mich aber nicht, du Stachy, du Scheißkerl! Der Stachy. Das ist erster Bombe. Nein! Um? Das nimmst du bitte zurück. Das ist keine Bezeichnung dafür. Ich find schon. Ach komm! Sie hat schon mal dritter Goldpilz hintereinander und ich komme trotzdem nicht nach vorne. Pilz! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich erst aber nur dritter. Du Armer. Banane! Nein! Oh, da hat Jen mir einen Pilz abgegeben, danke. Ich? Ja, du bist an mir vorbeigefahren und dann habe ich da einen gesnaked. Oh Gott, das war was. Pilz! Alter, wie viele Pilze hier rumfliegen? Nein, nicht wieder! Skandal! Geh weg! Einmal erst. Ja, das können wir. Hab ich ja gesagt. Marvin zwar nicht letzter, aber. Unfair. Sieg! Baby Daisy einfach noch so weit vorne ist. Ich.
Eieiei. Gut. Ja, ne? Dann würden wir aber sagen, das war's für diese Folge von Let's Play Mario Kart 8 Boosterstreckenpass im Steinpilz Cup. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Das solltet ihr nicht verpassen. Und ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.